Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 und der Belgic Profunde heute nochmal. Vielen Dank für eure vielen Tipps und ich habe mal geschaut und wenn ich jetzt die Taste einfügen drücke, tada, mein Bank. Oder für mich mal meine Finanzen, aber da kann ich halt auch Geld leihen. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So, ich gehe nochmal raus. Jetzt die Frage, was machen wir? Wie gehen wir weiter vor? Das eine Feld wird jetzt gerade noch, das wird eingesät. Das macht gerade Curseplay. Und dann habe ich nochmal einen Tipp bekommen, und zwar das Silo. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten gerade seht. Das blaue, was da stand, wo ich dachte, das wäre für Wasser. Das soll wohl dann für die Silage sein. Das ist natürlich auch eine klasse Sache, ne? Ich würde mich ja ganz gerne ums Gras kümmern und würde auch gerne mal sehen, ob das... Wir brauchen auch Heu, ne? Also nicht nur Gras. Und schauen uns jetzt mal an, ob er das hier schafft. So, den Versuch hatten wir ja schon mal. Aber diesmal können wir ja Geld mitnehmen. Und ich mache mal die Hut wieder rein. Und werde auch die Zeit mal ein bisschen beschleunigen. So. Handbremse raus und los geht's. Wobei ich mich auch gerade frage, aber das können wir dann später noch ausprobieren, ob dieses Kreuz, was wir da noch haben, ob ich das hier vorne dran machen kann, wenn man da ein Mähwerk hat. Keine Ahnung, wir werden es sehen. So eine Lösung einfallen lassen wegen dem... rausschaufeln, wie wir das dann gestalten wollen, ob ich dann doch noch mal eine Rampe besorge. Das wäre halt auch noch mal eine gute Frage. Ja, Mähwerk habe ich mir noch mal im Kopf gemacht, würde ich auf jeden Fall kaufen. Ne? Denn das brauchen wir ja doch öfter. Und ich denke mal, es kommt mit der Zeit genug Geld rein, dass wir unseren Darlehen dann schnell wieder zurückzahlen können. So. Wir, was hatte ich denn ausgerechnet? 8000? 15? Ich glaube 20.000 müssten wir aufnehmen. So, und jetzt irgendwas im Angebot? Nein. Auch ganz gut, sonst komme ich wieder nur in Versuchung. Kennt man ja alles. So, zurück einmal zu den Mods. Das ist nämlich das Frontmähwerk, das ich jetzt kaufen wollte. Und, ach, was ich ja auch noch machen wollte, habe ich jetzt gar nicht drauf. Ich würde es ganz gerne mal euch zuliebe, weil ja dann nochmal wieder die Anmerkung gekommen ist. Ist ja gar nicht so schwer und macht doch mal. Den GPS-Mod würde ich auch nochmal testen. Muss ich nochmal draufschmeißen, habe ich jetzt nicht. Brauchen wir noch das Mähwerk? Hier. Das brauchen wir noch. 8,3. So, dann haben wir noch ein bisschen Reserve. Von 3,6. Damit lebt sich es aber auch ein bisschen beruhigter. Im Ladewagen muss ich mal gucken. Eventuell will ich. Will ich das? Wie macht man Heu? Ja klar, vielleicht ein Heubein, also Heubein machen, das wäre vielleicht auch eine Idee, ne? Vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Aber jetzt nehmen wir erstmal die beiden Sachen mit hier. Wir müssen ja auch noch, ja, ein Wender weiß ich auch nicht. Vielleicht kaufen wir den auch noch. Eine Idee wäre auch, erstmal in die Forstwirtschaft zu gehen, dann noch ein bisschen Geld zu machen, dass wir ein bisschen mehr haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er das hier schafft. Mit den beiden.
Wie, sag nicht, der hat auch ein Dings, oder? Oh, ich bin ja total schief dran, okay. So. Ah, noch hebt er nicht ab. Und wir wollen ja den Hurlyman mehr zutrauen. So. Warte mal, ich muss mal die richtige Taste. Die, oder? Hey, das klappt ja wieder. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus jetzt. Ob das dann alles so läuft, weiß ich nicht, aber das werden wir gleich feststellen. So, der Deutz hat die Aufgabe erledigt. Das ist gut. Kann der nämlich gleich rüber. Wobei das Feld auch noch gespritzt werden muss. Aber das können wir auch machen, wenn er eingesät hat. Und da machen wir ja auf das andere Feld. Kommt jetzt wieder... Das müsste Feld 7 sein. Falsche Taste. Da kommt dann Mais. So, ich fahre aber erstmal rüber auf die Wiese. Und dann kümmern wir uns gleich um das andere Feld. Hier mal los ist. So. Und zwar ist hier die Wiese. Die kleine, die würde ich erstmal zum Testen nehmen wollen. Ist doch ganz nett, oder? Wartet mal. Okay. So, ich mache die Maschine hier nochmal aus. Und wir entlassen mal hier den Helfer. Er hat das echt gut gemacht. Abfahrer entlassen. Gut. Das steht eigentlich schon auf dem richtigen Feld, ne? Feld 8 ist das. Okay. Ich muss den Kurs nochmal rausnehmen. Das machen wir nochmal aus. Und da ist noch so ein Streifen drin. Hm. Der bleibt jetzt. Das lag aber jetzt nicht am Courseplay, sondern ich habe hier den Start vergeigt. Ja, und deswegen ist jetzt der Streifen drin und der bleibt jetzt auch drin. So. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass ich das noch düngen muss. Okay, das ist jetzt Feld 8. Probieren wir es nochmal, ne? Also, mal gucken, ob ich das Gelernte noch hinbekomme. Wir wollen Feldrandkurs, Feld 8. So, Arbeitsbreite 6 Meter natürlich. Wir starten
Was ist denn das dann? Weil es so schräg jetzt geht, ne? Die Frage ist, macht das so überhaupt Sinn? Ich glaube nicht. Wir sollten eigentlich lieber längs runterfahren. Dann bin ich auch nicht dauernd auf der Straße. So machen wir das mal. Ich stelle mal anders hin. So rum, ne? Okay. Die Startecke ist Nordost. Das stimmt sogar. Wir fahren Richtung Süden. Und am Startpunkt enden. Nö. Aber am Vorgewinde hätte ich gern. Und das gerne zwei. Ich glaube, zwei Runden. Ja, dann. Ich glaube, das ist alles dann ein bisschen. Ja, zwei Runden. Ja. Machen wir einfach. Zwei Runden Vorgewinde. Am Startpunkt enden. Nö, warum? Also ich muss das noch generieren, ne? So. Dann möchte ich das Ganze bitte ausblenden. Das ging vorhin doch hier auch, oder? Hm. Nee, kann ich jetzt gerade nicht. Wegpunkte Anfang und Ende. Keine. So. So, und das sollte jetzt klappen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich würde auch gerne mal im Shop gucken nach dem anderen Anhänger. Ich hätte gern einen anderen Kipper, glaube ich. Nochmal so ein kleiner. Wir könnten natürlich, das wäre natürlich auch geil, ne? Wenn wir uns hier das Ding mal anschaffen. Aber da brauchen wir wieder einen größeren Traktor für. Also den IT-Runner würde ich sehr gerne mal testen. Ich gucke nochmal, was ich hier drin habe an Kippern. Hätten hier noch den Überladewagen, den ich eigentlich auch ganz nett finde. Der wäre super wendig, ne? Und da wird das Überladen sogar Sinn machen, dann in die größeren Reihen. Und wir könnten jetzt auch noch gut was wegbringen mit dem, obwohl es wir könnten natürlich auch hier reinladen und er pumpt das dann in die großen. Das pfiffig? Ich weiß nicht. Haben wir hier noch eine Mulde? Die könnte man noch nehmen. Dann habe ich hier den noch. Oder hier diesen Marshall. Der hat jetzt 21. Ich habe noch einen kleinen Flieger. Mit 12.000. Ne, was hat der denn? 10.000 Liter. Okay. Aber der Marshall. Ich, oh, Glück gehabt. Ich wollte eigentlich nur mal draufklicken. Der kostet 21.000. Na, ich glaube, der wird es werden hier. Der gefällt mir ganz gut. Aber wir gucken nochmal auf unsere Wiese. So, ich glaube, ich bin ein bisschen zu dicht dran. Ob das passt. Perfektes Augenmaß. So, wie werfe ich das Ding denn an?
Maschine starten. Das war dann wieder der Knopf. Ich habe so viele Knöpfe, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. So. Ach, und dann könnt ihr was Neues ausprobieren. Das ist auch geil. Aber erstmal muss ich noch die Maschine vorne anstellen und umschalten war. Geräteauswahl, das war der Knopf. Und den jetzt auch bitte einschalten. So, wenn ich jetzt den Knopf nach unten ziehe, dann sollten beide Geräte sich senken. Geil. Na, schönen Dank nochmal, schönen Gruß an Miguel für die Tipps. So, dann Vorwärtsgang und ab geht's. Ah, ich war jetzt Vollgas. Aber es funktioniert, ne? Und für die kleine Wiese brauchen wir jetzt auch kein GPS, deswegen habe ich die große jetzt noch nicht ausgesucht. Da können wir nochmal schön einfach ein bisschen im Kreis rödeln. So, das ist auch der kleine Fluss. Ja, und das würde ich jetzt nehmen für die Schafe unter anderem. Das war, jetzt würde ich da mal ein paar Schafe anschaffen und dann würde ich gerne auf die Kühe gehen und dann den Rest irgendwie so ein bisschen parallel alles laufen lassen mit den Tieren. Das wäre, glaube ich, ganz günstig. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, ich wollte dieses Kreuz ja nochmal ausprobieren, ne? Das Dreieckskreuz. Naja. Ich wollte, wenn ich jetzt Allrad reinmache, ob er dadurch schneller wird, aber ich glaube nicht. Doch, 10 km/h. Müsste doch eigentlich von hier auch den Deutsch sehen. Hm. Vielleicht gleich nochmal rüber. So. So, aktuell, was noch im Kanal läuft, muss ich jetzt alles mal wieder irgendwie aufholen. Einmal Traktor-Werkstatt-Simulator. Da kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge. Dann wollte ich nochmal eine Folge zum Abschluss von dem Flight Simulator. Und dann sollte auch nochmal Stranded Deep kommen. Dann haben wir hier aktuell City Skylines, ist sehr geil, also das macht mir unheimlich viel Spaß. Da schaut mal rein, das ist wirklich ein klasse Spiel. Und wir haben sogar noch ein paar. Und normalerweise täglich, es passiert irgendwie was, was ich nicht einkalkulieren kann, kommt auch LS. Oh, da kommt auch schon einiges zusammen. Das war hier die Ecke nochmal zum Ende und dann... nochmal rüber. So, dann setzen wir hier nochmal an. Ich war schon wieder falsch rum, ne? Fällt mir gerade so ein, bevor es wieder Mecker gibt.
nicht übers gemähte Gras fahren. Das mach ich doch gar nicht. Nee, Moment. Das ist ja egal. Ich habe ja ein Frontmähwerk. Ja, Tom. Ja, also wir brauchen Gras und Heu. Auch für die Mischstation dann, ne? Und dieses Kleine finde ich auch ganz nett, wenn man jetzt mal nur so ein bisschen braucht, dass man nicht vielleicht das Riesenfeld da abfahren muss. Da ist der Deutz gerade. Sieht gut aus. Der müsste auch schon gleich fertig sein. Oh nein! Verdammt! Ich Depp. Egal. Nicht so schlimm. Müssen wir beim nächsten Mal unbedingt dran denken. Der sitzt ja jetzt nämlich schön fleißig. Weizen und nicht Mais. Mist. So. Naja. Kann mal vorkommen. Da rufst du die Helfer zur Maisernte und guckst aufs Feld und da. Ihr versteht mich, oder? So, hier nochmal drüber. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir können ja auch... Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Ich probier's mal. Wir können ja auch hier vorne rausfahren. Da müsste auch nicht passen. Ja, ich würde fast sagen, wir stellen die Gerätschaften hier drunter. So. Nein, nein, nein. Ist irgendwie ein bisschen doof bei dem, wenn du den runterklappen willst. Dann senkt er komplett ab. Echt komisch. Also wieder einklappen. Da muss er halt ein Stück fallen. Geht nicht anders. Puff. Den stelle ich mal hier neben. So war das auch nicht gedacht. Springen wir mal kurz rüber. Jetzt
macht er die eigenen Streifen hier weg, oder? Das nenne ich dann auch Beschäftigungstherapie. Aber gut. Ich schmeiß ihn mal raus. Jo, da haben wir das auch fertig. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. YouTube, macht's gut!